Comic Invasion! Also es wird sich jetzt immer so ein bisschen abwechseln. Es gibt Buchseiten und Comicseiten, die alle assoziativ ineinander fließen. Im besten Fall. Ich werde jetzt aber auch gar nicht mehr so viel kommentieren, wenn kein Text dabei ist. Das nur mal machen. Wo bin ich? Wie kommen meine ganzen Sachen hier ins Hotelzimmer? Oder nein, bin ich zurück in Hamburg? Dear Karu, it's true what they say about long distance traveling. Ich entschuldige mich schon mal für mein schlechtes Englisch. The soul travels slower than the body. The time change, the different climate, and the intensity of the last 2 weeks is confusing. I fall asleep during the day, waking up thinking I'm still in Delhi in a hotel room. On the other hand, being back to my own life, it feels like my time in India was long ago. I think it will take a few more days till I get things in order. Maybe drawing this state of mind will help. New Delhi. Überall stehen, sitzen, liegen Menschen, Menschen, Menschen und sind mit weiß der Teufel was beschäftigt. Dir fehlen die kulturellen Codes, du bist im Dauerfeuer der Eindrücke hilflos ausgeliefert. Und diese Hitze. Ups. Und diese Hitze, da wird jetzt eigentlich so ein brennender Sonnensound, also so ein Schmelzsound kommen. Ich hoffe, das ist der einzige, der jetzt nicht funktioniert. Die Gerüche. Der Sound. Mit der Rikscha zur Jama Masjid Moschee in Old Delhi.
Keine Garantie darauf, dass es wirklich so ausgesprochen wird. Ich lerne langsam das Falschen. 200. 100. 150. Okay. Naja. Ganz plötzlich bricht der Monsunregen los. Ist eine Straßenseite überschwemmt, nimmt man halt die gegenüberliegende. Easy. Dann auf dem Platz das lauwarme Wasser, der angenehme Marmorboden. Alle Geräusche sind gedämpft. Delhi ist voll von diesen extremen Gegensätzen. Schmutz und Glanz, völlige Stille und ohrenbetäubender Lärm. Eine Frau scheint mir anzubieten, gegen Geld ein Foto von ihrem Jungen zu machen. Tagesausflug zum Taj Mahal in Agra. You want a photo with the Taj? No. Mein Guide ist verwirrt. I can take one and send it to you. No thanks. So why are you here? Pick or it didn't happen? Ich brauche keinen Beweis, dass ich hier war. Ich habe beschlossen, keine Fotos in Indien zu machen. Nur Skizzen, aber selbst das ist mir oft zuwider. Genau, in der Geschwindigkeit zeichne ich immer. Die Sounds habe ich nicht selber gemacht, mal by the way. Das war ein guter Freund von mir, Andi. Ich möchte
möchte die Vergänglichkeit nicht nur zulassen, ich möchte sie umarmen. Eines Tages werden wir alle sterben, ganz gleich, wie viele Momente wir festhalten. Stifte werden am Eingang übrigens abgenommen. Nur Fotos sind erlaubt. Ist das echt so? Das ist so. Ich habe es nicht verstanden, keine Ahnung. Die checken deine ganzen Beutel durch und wenn du irgendwo einen Stift hast, dann darf der nicht mit rein. Weil die Angst haben, dass man... Ja, stimmt. Die Songs sind auch alle GEMA-frei, also mich anzeigen bringt überhaupt nichts. August 15. Indien feiert seine Unabhängigkeit. Und die Studenten machen aus der Huldigung einer ihrer vielen Gottheiten einen Rave. Dahi Handi. Junge Männer wälzen sich im Schlamm, werden zu einem halsbrecherischen Menschenturm, versuchen ein himmelhoch hängendes Gefäß, gefüllt mit Milchspeisen, zu erreichen. Der junge Krishna naschte allzu gerne Butter und andere Milchspeisen, weshalb sie außerhalb seiner Reichweite aufgehängt wurden. Doch Krishna und seine Kumpels waren schlauer. Der Menschenturm bricht in sich zusammen, um sich immer wieder von Neuem aufzutürmen. Die Menschen hier scheinen sich oft viel weniger um ihre Unversehrtheit zu kümmern. Also das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass dieses Sicherheitsgefühl, in dem wir alle unterwegs sind, dort eine viel geringere Rolle spielt. Das Menschenleben sowieso. Aber die Menschen trauen sich halt auch viel mehr. Im Buch beschreibe ich da auch ein bisschen so, also kurz vor meiner Reise war ich in Hamburg, wo ich wohne, die G20-Demonstrationen und wie die Leute da schon durchgedreht sind, wegen so ein bisschen Tumult auf der Straße. Kann man sich anderen Ländern, ja, wahrscheinlich lächerlich. Genau, nachts Reifenpanne mitten auf dem Highway. Morgens wird vor uns ein Auto vom Steinschlag zerquetscht. Hartnäckiges Gerücht, dass es Tote gab. Stundenlang bleiben wir an den Steilhängen stecken, besorgte Blicke nach oben. Statt 15 Stunden dauert die Busfahrt 24 Stunden. Als auf dem Highway nach Kasol mitten in der Nacht ein Reifen platzt, als wir in den Gebirgsserpentinen festhängen und alle einfach aussteigen und cornern, das ist halt einfach niemand interessiert, dass da jederzeit wieder Steine runterkommen können. Eine Freundin meinte, ich soll das Wort cornern rausnehmen, aber ich fand es irgendwie auch ganz witzig, das so ein Hamburg-Slang mit reinzunehmen, weil das ja auch ein bisschen den Kulturunterschied vielleicht nochmal unterscheidet. Cornern, das ist auf der Straße rumhängen und trinken. Die Kneipen mögen das nicht so, aber wird billiger. Als die Reiseorganisatoren uns im Camp abenteuerlich bandagiert begrüßen, they were hit by a truck on the way here. Welcome! Nehmen alle das mit einer Gelassenheit hin, als wären sie eher verwundert, wenn nicht ständig etwas passieren würde. Okay, ich breche an dieser Stelle einfach ganz fies ab und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr das Buch kaufen. Genau. Vielen Dank. Ja, also das Buch gibt es beim Jaja Verlag, der ist eigentlich von hier auch genau schräg gegenüber im Rundgang. Und da ist auch gleich der Moritz und kann euch eine sehr schöne Zeichnung hineinsignieren. Ja, danke. Sehr gerne.
invasion time.